schön, dass ihr da auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und zwar ist das ein DM-Haul geworden. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz zu DM gehen und ein paar Sachen nachkaufen, aber irgendwie ist es etwas eskaliert und jetzt habe ich eine ganze Tüte voll mit Sachen. Also dachte ich, ich zeige euch die einfach und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und ja, los geht's. Die erste Sache, die ich mir gekauft habe, habt ihr schon 100.000 Mal in all meinen anderen Videos gesehen. Aber ich kaufe es halt immer wieder nach. Und zwar sind das diese Reinigungstücher von BB. Das sind die blauen für trockene und empfindliche Haut. Und ja, ich habe ja schon 1000 Mal gesagt, dass ich damit unglaublich zufrieden bin. Bin ich nach wie vor. Und ja, deswegen habe ich mir die jetzt wieder geholt. Die zweite Sache, die ich gekauft habe, ist diese Waschcreme von Balea. Und zwar ist das die sanfte Waschcreme mit wertvollem Mandelöl für trockene und sensible Haut. Ich hatte meine andere Waschcreme hier in Göttingen aufgebraucht. Die war von Alverda, glaube ich. Und ja, ich brauchte einfach wieder eine andere. Diese hier hatte ich auch schon mal in Hannover gekauft. Einfach weil ja, ich sehr sensible und trockene Haut habe und da bietet sich das natürlich an. Ich war damit immer sehr zufrieden und habe mir die deswegen auch nochmal für hier gekauft. Dann habe ich mir dieses Deo hier gekauft und zwar ist das von Duschdas, das Traumland Deo. Das ist ein Antitranspirant und es hat 0% Alkohol. Ich versuche jetzt eigentlich nur noch Deos zu kaufen, die keinen Alkohol enthalten, weil ich gemerkt habe, dass ich da sehr sensibel drauf reagiere. Und ja, deswegen habe ich mir das jetzt gekauft. Das riecht auch einfach wirklich sehr, sehr gut. Ich habe im Laden schon ein bisschen dran gerochen und ja, bin gespannt, wie das wird mit diesem Deo. Dann habe ich mir 2 Gesichtscremes gekauft. Und zwar ist es einmal diese hier von Balea. Das ist die Feuchtigkeitsmaske für trockene Haut. Und einmal diese hier, das ist die Milch- und Honigmaske, auch von Balea für gestresste Haut. Und meine Haut ist sowohl trocken als auch gestresst. Und deswegen habe ich einfach mir diese beiden nochmal geholt. Abgesehen davon liebe ich die Gesichtsmasken von Balea einfach total. Besonders diese Milch- und Honigmaske riecht einfach so, so gut. Und deswegen habe ich mir die beiden geholt. Dann habe ich mir diesen Nagellack hier gekauft. Der ist von Catrice. Und zwar ist das die Farbe 105 Go for Gold. Und ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so gut sieht, aber es sah im Laden so ein bisschen aus, oder es sieht immer noch so aus, wie so ein Rose Gold. Und das ist einfach meine absolute Lieblingsfarbe momentan, was Schmuck angeht. Und deswegen dachte ich, es sieht bestimmt auch super schön auf den Nägeln aus und deswegen habe ich den mitgenommen. Die nächste Sache habe ich mir wieder nachgekauft und zwar ist das diese Handcreme von Balea. Das ist die Urea Feuchtigkeitshandcreme und ja, die ist für sehr trockene Hände. Und die riecht einfach wirklich super, super, super gut und macht die Hände mega weich und ich liebe die sehr. Und deswegen kann ich euch die wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Ich mag die unglaublich gerne und deswegen habe ich mir die jetzt auch nochmal gekauft. Dann habe ich mir wieder diese riesige Box von Ebelin gekauft und zwar sind das 150 feuchte Tücher und ich finde die einfach super, super praktisch und ich brauche die auch immer richtig schnell auf, weil solche Tücher kann man eigentlich immer gebrauchen und deswegen habe ich mir die auch wieder geholt. Dann habe ich mir dieses Puder neu gekauft und zwar ist das von Catrice Nude Illusion Loose Powder. Und ich brauchte einfach wieder so einen Puder, denn ich habe mal eins von P2 gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Und deswegen brauchte ich wieder ein neues und deswegen habe ich mir das gekauft. Dann brauchte ich wieder eine neue Eyeshadow Base und da habe ich mir diese hier gekauft. Das ist von P2, die Perfect Eyes Base. Und die hatte ich schon mal, beziehungsweise ich habe sie immer noch, aber die ist schon fast leer. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Sie hat nicht so einen blöden Gelbstich, wie manche Eye Base Geschichten das haben. Und ja, deswegen habe ich mir die nochmal gekauft und ja. Dann kommen wir zu Lippenprodukten. Da habe ich mir einmal wieder diesen Lip Balm gekauft von Blistex. Da habe ich ja schon 1000 Mal von erzählt, dass ich den so toll finde. Und da kaufe ich mir eigentlich richtig häufig welche nach, weil die bei mir richtig schnell alle gehen, weil ich die eigentlich nur benutze. Und ja, damit bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Die sind echt toll. Dann habe ich mir noch von Catrice diesen Fluid Lipstick gekauft. Und zwar ist das die Farbe 080 Rose Would You. Und ja, ich fand die Farbe echt schön. Ich habe noch gar keinen von diesen Fluid Lipsticks und ich wollte die einfach mal ausprobieren, deswegen habe ich mir den gekauft. Und dann habe ich mir noch, auch von Catrice, diesen Volumizing Lip Booster geholt. Und ich bin dann mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich habe davon noch nie was gehört, aber ich wollte ihn einfach mal ausprobieren. Also ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Dann habe ich mir von Ebelin diese 70 Wattepads gekauft. Wattepads kann man immer gebrauchen, besonders für Gesichtswasser brauche ich die oder wenn ich meinen Nagellack abmachen will. Und ja, ich bin mit diesen Ebelin Wattepads auch immer relativ zufrieden. Ich glaube, das sind auch die günstigsten bei DM. Das hat also auch eine Rolle gespielt, als ich mir die gekauft habe. Und zu guter Letzt habe ich mir Haarkuren gekauft. Das sind diese 3 von Balea. Das ist die Oil Express Haarkur. Passend zu meinem Shampoo und meiner Spülung, die ich euch ja auch schon gezeigt habe. Falls euch das interessiert, guckt euch einfach nochmal meine Haarpflegeprodukte an oder einen anderen DM-Haul. Eigentlich kaufe ich die immer wieder nach. Ja, das ist eine super tolle Kur für die Haare und macht die sehr schön weich. Und deswegen habe ich mir die wieder nachgekauft. So ihr Lieben, das war schon mein DM-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne diesen Kanal. Ich freue mich immer wieder, wenn neue Leute zu unserer kleinen Community dazukommen. Und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.